Was wird heute angeboxt? Der TPX286S Mikrofonvorverstärker. Stets bemüht, mich zu verbessern, euch zu verwöhnen, damit ihr beim Anschauen meiner Videos nicht leiden müsst. Akustisch jedenfalls nicht. Yo, moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Was wird heute angeboxt? Der TPX286S Mikrofonvorverstärker wird heute... kam heute an mit der Post, den ich hatte ich glaube ich vorgestern bestellt. Aufgrund eines Kommentars von jemandem, der mein Video geguckt hat, und der gute Mann hat recht. Mein Video brummt wirklich sehr stark. Das ist mir beim Hören über die Boxen überhaupt nicht so aufgefallen, als ich es geschnitten hatte. Ich habe da schon einen Rauschfilter drüber gelegt, weil ich es schon während des Schneidens gehört habe. Im Nachhinein auch nicht mehr, aber als ich es dann nochmal das Video, das fertige, dann mir bei YouTube nochmal mit Kopfhörern angehört habe, war schon nicht so feierlich. Von daher, ich hatte ja bisher immer diesen Behringer Xenix 302 USB genutzt. Mal gucken, ob ich das hier in die Kamera kriege irgendwie. So sieht das Teil aus. Den hatte ich bisher immer genutzt. Der scheint wohl nicht zu reichen, weil mein Rode ND1A eine Phantomspeisung von 48 Volt gern hätte und das Teil, die nicht liefern kann, sondern bloß 15 Volt, nimmt natürlich etwas Power aus dem Mikro selbst raus. Und die zweite Vermutung ist, dass mein USB-Anschluss irgendwie irgendwas abkriegt von der Grafikkarte, was weiß ich, ich bin da kein Experte, irgendwelche Störungen, die sich halt auf das Signal auswirken und mir halt eben dieses Rauschen auf meine Audiospur produzieren. Das, hoffe ich, gehört nun der Vergangenheit an, denn... Tada! TPX286S Micro Preamp Prozessor. Wahnsinn! Und ich hoffe, das Teil sorgt dafür, dass ihr mein Stimmchen nun ohne lästiges Rauschen vernehmen könnt. So, noch schön eingeschweißt. Technik pur, riesengroß, riesengroß. So sieht's aus. Geiles Gerät. Fühlt sich gut an. Der einzige Nachteil, den ich in den Kommentaren zu diesem Gerät gelesen hatte, war von jemandem, von einer Person, die halt das starke Brummen des Netzteils wahrscheinlich kritisiert hat. Und nun hoffe ich, dass es nicht so stark ist, dass es sich dann doch wiederum aufs Mikro auswirkt. Nicht, dass es Rauschen produziert, das hoffe ich ja, dass das Gerät mir das Rauschen rausnimmt, sondern dass dann halt eben das Brummen des Geräts selbst ins Mikro kommt und zu hören ist. Aber wir werden sehen. Ich kann es heute leider nicht mit Betrieb nehmen, weil mir fehlt noch eine Bestellung, und zwar die Klinkenstecker, die ich hier brauche. Ich muss das ja hier hinten reinstecken. Hier hinten ist, glaube ich, wie heißt das, 6,35 mm zu 3,5 mm sind das, glaube ich. Brauche ich noch so ein Kabel, was dann hinten in die Soundkarte reinkommt. Und das ist, glaube ich, auch schon das große Ding oder Vorteil, dass es direkt in die Soundkarte reinkommt und nicht über einen scheiß USB-Anschluss. So, dann freue ich mich, bin ich gespannt, ich kann es kaum abwarten, und ja, soweit von mir. Stets bemüht, mich zu verbessern, euch zu verwöhnen, damit ihr beim Anschauen meiner Videos nicht leiden müsst, akustisch jedenfalls nicht, was die Videos selbst angeht, müsst ihr selbst entscheiden. Okay, wir sehen uns, bis dahin, tschüssi.